Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind hier bei Let's Play 23. Ich bin der Systemstreuner und wir bauen unsere fantastische Republik hier weiter. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mal eben in der Pause betrachtet habe. Der erste Punkt ist das mit meinem Mikro. Das habe ich geklärt, dass oder der Lautstärke, dass das sich hochdreht. Ich habe da an meinem Mikro so ein Schalter dran und wenn ich mich zum anderen Laptop rüberlehne, dann drücke ich den Knopf irgendwie. Aber das habe ich jetzt anders hingefrickelt, das sollte jetzt nicht mehr passieren. Dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht zu den Verteilungsbüros. Dazu folgendes. Also die Kipper, die arbeiten hier ja und schmeißen uns hier die Kohle rein, aber wir haben erst ein Drittel voll, also 1000 Tonnen, die brauchen ihre Zeit. Deswegen habe ich beschlossen, wir hauen da hinten jetzt noch einen dritten Kipper rein. Ich habe es durchkalkuliert, also jetzt nicht im Sinne von, ja, der kostet halt auch wieder Geld, sondern dass wir 5 Verteilungszentren haben und was ich nachher noch brauchen werde, das jetzt noch nicht da ist. Aber holen wir erstmal den Kipper, dann erkläre ich das euch. Holen wir uns auch nochmal einen großen. So, dann haben wir da 3 drin. Wir haben hier 3, die sich um den Sprit kümmern. Hier haben wir dann 3, sobald der da oben rausgefahren kommt. Sobald der da ist, haben wir dann 3 da, die Kies machen. Steht wohl noch im Stau. Ja, da war ein anderer vorhin. Dann haben wir hier 3 drin, die eine abgedeckte Ladefläche haben und die uns einfach nur um die Versorgung der Bevölkerung erstmal kümmern. Sobald es Alkohol gibt, machen wir das natürlich auch hier noch mit rein. Da können wir auch nur Alkohol herkarren. Das muss auch auf die abgedeckte Ladefläche. Und hier haben wir halt welche drin für Kühlung, fürs Fleisch. So, das heißt, ich habe noch 1 übrig. Und da brauche ich später offene Ladefläche. Die Sache ist, sobald wir hier hinten irgendwo in der Ecke... Also ich denke mal, ich werde hier den Fußweg dann, der hier reingeht, den werde ich nochmal abzweigen, hier rumziehen, dass die Leute dann hier auch gut zur Arbeit kommen. Da kommt man gerade, denke ich mal, noch nicht so gut ran, weil sie dann die ganze Straße außen rumlaufen müssten. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Wenn hier das Eisenbauamt steht, das braucht halt für das, was wir brauchen. Also da gibt es nachher mehr Güter, die reinkommen könnten, aber wir brauchen Kies, wir brauchen Plattenbauteile, wir brauchen Stahl. Und wenn wir eine Brücke bauen wollen, ja, dann brauchen wir noch Ziegel. Und Ziegel, Stahl und Plattenbauteile sind alles offene Ladefläche. Und dass das Zeug daher gekarrt wird, so wie gerade unsere kleine Walze hier, dafür braucht man halt noch ein Verteilungszentrum, wo wir die 3 reinstecken können. Ja. Das ist ja putzig. Jetzt hat die einmal hier durchgewalzt und dann ist sie wieder abgezogen. Ha! Das gefällt mir. Und der ist jetzt auch gleich durch. Ja, dann kannst du die Walze doch gleich hier lassen. Fahr doch nicht weg. Nein, komm wieder. Oh, er tut es! Wie geil ist das denn? Er kommt zurück. Kommst du gleich hierher? Guck da, da walzen. Und die haben da was gepatcht, das war früher nicht so. Und er hat gleich das Ding hier mitgenommen. Das ist ja hocheffektiv, wie unsere Republik hier arbeitet. Und jetzt wird hier schön im Kreis gewalzt. Hoffe ich mal. Wo ist er denn? Hier ist er. Ja, walzt schön die Straße für uns, dass wir weitermachen können. Vielleicht schicke ich noch Personal hin, wenn es mir zu lang dauert. Ja, aber wie gesagt, ein Verteilungszentrum noch für offene Ladefläche, sobald halt die anfangen können, die Schienen zu bauen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich ganz schnell die Schienen hochziehe. Wir haben das Geld. Ich möchte das. Weil dann können wir halt gleich mal 500 Tonnen Pflanzen da reinkarren und dann können die schuften, bis sie Blasen an den Fingern kriegen. Wäre ja blöd, wenn die Arbeiter drin hocken und die LKWs nicht hinterherkommen, da dann, also mit den kleinen Verteilungszentren, da das Zeug herzukarren. So, der nächste Punkt ist, die Brücke ist fertig. Ich muss mal gucken, ob es auch in den Nachrichten drin stand. Nein, das war hier das Stückchen, das hatten wir gemacht. Das ist schon im Auftrag, sehr gut.
Die kann weg. Was haben wir da noch? Neues Fahrzeug. Haben wir hier die Benachrichtigung vergessen? Das kann sein. Und jetzt probiere ich das mal aus. Das habe ich irgendwo beim neuesten Patch gelesen, dass man das jetzt so machen kann. Und dass sie das dann vielleicht am Stück bauen. Wenn ich hier gedrückt... Ne, nicht so, nicht so. Wenn ich das und... Ne, ich kann die nicht markieren. Also die müssen erst das Stück fertig haben. Man kann zwar... Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also, erstes große Stück. Wir lassen uns benachrichtigen. Natürlich auch ohne Mensch. Da kann wieder ein bisschen Kies hingekippt werden. Weil jetzt haben sie ja nichts mehr da hinten an unserem Hochprio-Auftrag zu tun. Und wenn das fertig ist, dann kriegt man auch die zwei Lager noch hin. Da kommt schon der Bagger. Und wie er über die Brücke heizt, ist das nicht herrlich. Ja, das gefällt mir. So. Ein weiterer Punkt ist, bis wir die Verteilungszentren haben, müssen wir uns darum kümmern, dass die Züge irgendwo tanken können. Wenn ein Verteilungszentrum da ist, ein richtiges für Züge, dann können die da im Depot auftanken. Das haben wir leider gerade nicht, deswegen bauen wir da gleich noch zwei Tankstellen hin. Und vorher schauen wir uns dieses Depot hier an. Da haben wir ja noch keinen Strom dran. Das sieht man auch hier, da ist kein Strom. Nichts, weder geplant noch sonst was. Dann habe ich mich gefragt, er meckert aber auch nicht, dass er keinen Strom hat. Er hat zwar hier ein Stromsymbol, aber er meckert nicht. Und wenn man sich das dann hier anschaut bei Depots, dann steht da eine maximale Wattzahl dran von 50 kW. Ich weiß nicht, wofür das gebraucht wird, weil bei jedem anderen Gebäude... Ja, Temperaturen sind zu niedrig. Ist okay, die Heizung läuft nicht. Bei jedem anderen Gebäude da hinten vielleicht noch. Das sehen wir. Es hat keinen Strom. Also ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen und sagen, erstmal kriegen die hier keinen Strom. Vielleicht tut das alles so, wie ich es mir vorstelle. Dann braucht man das hier nicht. Da bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob man es braucht. Dann kommen wir zu den Zugtankstellen. Also die könnten entweder nach meiner Theorie tanken, wenn sie einmal rausgekommen sind und auf dem Weg sind, ihre Güter irgendwo hinzubringen oder vom Export zurückkommen. Ja, wir müssen jetzt auch diese, zumindest mal diese Matschwege hier wegmachen, die da ganz nah dran sitzen. Die brauchen wir ja definitiv nicht mehr. So, haben wir da noch was nah dran? Dann haben wir schon mal bis hier aufgeräumt. Irgendwo... Also ich möchte jetzt nicht da mitten rein in den Weg bauen, dass wenn da einer steht und tankt, dass dann kein anderer mehr vorbeifahren kann, sondern die sollen explizit auf den Tankgleis gehen. Ja, wenn die so wie unsere Autos fahren, dann würden sie hier Richtung Grenze hochfahren und da wieder zurück. So wie ich mich erinnere, ist diese Tankstelle so gedacht, dass die Spitze des Zuges in der Tankstelle drin steht und der Rest hinten raus steht. Und ist was Wichtiges gekommen? Nee, nur ein paar Fahrzeuge. Also die Zugtankstelle, die finden wir hinten bei Betankung. Und ich denke, die große, nee, das braucht man nicht. Das ist auch zweispurig, das passt jetzt nicht in das Konzept gerade rein. Wir nehmen die einspurige, die wo 50 Tonnen fassen kann an Treibstoff. So, und jetzt wäre es nicht... Ah, die braucht auch Strom. Vielleicht wäre es dann da oben gar nicht so schlecht. Frage ist, bis wohin gehen hier denn unsere Signale? Da ist es und dann haben wir ein langes Stück. Das müsste definitiv über 150 Meter sein. Machen wir eben langsamer, nicht, dass da hinten jetzt schon fertig wird mit dem Gewalze. Einmal nochmal schnell messen. Lieber einmal zu viel gemessen als einmal zu wenig. Wo war das Signal da? Also wenn wir hier rausfahren würden. So. Da ist ja auch noch dann eine kleine Weiche davor. Aber mal bis hier und mal bis da. Ja, das ist ja fast doppelte Länge. Das muss lang zum Tanken. Also schauen wir, wie wir die Tankstellen hier reinkriegen. Ich lasse die Punkte mal stehen, dass ich es nicht aus Versehen hier auf die Weiche draufsetze.
So, Betankung. Einmal 50 Tonnen. Wir könnten da später dann auch die Pipeline anschließen, dann wird es schnell gehen. Okay, hier passt leider nicht hin. Schade. Da wäre ein Anschluss gewesen. Ja, da, das Ding braucht halt Strom. Aber so wie es aussieht, wäre es hier gerade so zu knapp. Und wir können die Schienen jetzt auch nicht mehr hochziehen. Das sind die Masten jetzt. Oh, ja, an den Masten müssen wir auch vorbeikommen. Hätten wir die vielleicht doch nicht so nah hingesetzt. Also auf der Seite ist es ja jetzt noch nicht das Thema. Da finden wir einen Spot. Vielleicht hier. Ich baue mal noch nicht und gebe noch nicht in Auftrag. Wir gucken mal, wie das so reinpasst. So. Das heißt, also die müssen ja auch nicht gegenüber sitzen. Das heißt, der Zug würde hier stehen und hinten hängen dann noch 150 Meter am Zug dran. Vielleicht sollte man erstmal so nah dran gehen, dass wir parallel sind. Und dann gucken wir mal, wo 150 Meter so hingehen. Oh, das geht schon. Oh, oh, das ist zu weit. Ja, hier sind 150 Meter plus das Fitzelchen hier. Das muss gut lang. Jetzt würde ich den hier so noch reinziehen. Gibt eine knappe Geschichte. Habe ich da noch keine Signale gesetzt? Ja, Mensch. Habe ich wohl vergessen. Da müssen wir hier rein. Und hier jetzt noch an diesem Stückchen. So. Also, die können jetzt hier reinfahren. Die können tanken. Wir messen es eben noch nach. Einmal die Messpunkte setzen. Ist noch einer da. So. Warum snappt denn der jetzt da dran? Da will ich doch gar nicht hin. So. 170 Meter, das ist gut. Okay. Das ist wunderbar. Gehen wir wieder schön ran, dass wir hier im Parallelmodus sind. Und dann können wir das Ding wieder so einführen. Und das muss ich jetzt mal eben messen. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Den Messpunkt wieder weg. Und einmal von hier nach da. 97 Meter. Ja, das ist mir zu kurz. Dann ist es sinniger, weil hier passt halt keiner dazwischen. Das ist doof. Ganz, ganz doof. Das würde uns jetzt nicht umbringen, aber das macht nachher den Verkehrsfluss nicht so schön, wie ich es mir vorstelle. Das heißt, da ist auch wieder ein Node entstanden, den ich nicht haben will. Wenn wir es bis hierhin vorziehen. Ja, das war jetzt ein Stück zu weit. Bis hierhin. Ach komm schon. Es ist jetzt echt zu eng, weil es leicht krumm läuft. Spiel, gib mir eine Chance. So. Und der Not gleich wieder weg, bevor er später stirbt. Nicht hin, weg. Jetzt will er nicht mehr weg. Also irgendwie haben wir heute ein leichtes Problem, Kinderspiel und ich. So, wenn wir das mal so durchplanen, dann muss der Not aber verschwinden. Ja. Also der ist weg und wir haben jetzt, denke ich mal, 300 Meter Länge dazwischen, dass hier einer hinpasst und dahinter noch einer hinpasst. Dann wäre das eine saubere Sache für mich. Einmal das Messwerkzeug. Oh, das war ein wilder Zoom. Ja, dafür sollte ich vielleicht noch Signale setzen, dass ich weiß, was ich messe. Einmal hierhin, einmal dahin. Und ab hier messen wir jetzt. So. Na, da ist wieder Messpunkte noch drin. Einmal von hier bis... Da waren wir so bei 150, wenn wir die Kurve mitnehmen, dann sind wir bei über 150. Machen wir uns mal ein Signalchen hin, um zu sehen, wie sich das auswirkt. Kann ich mir den jetzt schnappen, den Messpunkt? Ich will nicht das Gleis, ich will den Messpunkt haben. Ja, aber der andere, der muss jetzt hinter das Signal, so. Und wenn wir jetzt vorgehen, 154 bis hier, 150...
Ja, leicht die Krümmung noch. Lass es noch einen Meter sein. Dazwischen hockt. Wo sind die Signale? Ja, dann müsste zweimal 150 Meter gerade so reinpassen. Ja, so finde ich es besser. Dann kann da einer reinfahren. Tanken. Hier können noch zwei stehen, wenn die Grenze voll ist. Es staut sich halt, sobald die drei Anschlüsse voll sind, hier zurück. Und es wäre dann doof, wenn da nur ein Zug auf diesem langen Stück stehen kann. Also ich finde das so gut. Wir planen den jetzt so. Bevor wir den zweiten jetzt reinfrickeln, schaue ich mal. Da lassen wir uns auch wieder benachrichtigen. Das hat es jetzt aber überhaupt nicht eilig, weil Schienen sind noch lang keine da. Okay, ist noch nicht fertig. Dann haben wir hierfür noch Zeit, denke ich. Wo machen wir am besten die zweite Tankstation hin? Also, die würden ja auf dem Rückweg tanken, wenn sie hier rauskommen. So, wenn sie rausfahren. Das heißt, das lange Stück hier davor, das wäre gar nicht nötig. Da kann ich mal gucken, ob da noch ein Zug zum Warten hinpasst. Aber das heißt, die andere Tankstation müsste eher hier in der Ecke sitzen. Weil da halt der Mast ist. Aber das wird vermutlich auch wieder eine so knappe Geschichte. Wie sieht's da vorne aus? Wir haben den Wechsel hier rüber und da die Hosenträgerweiche. Einmal die Kreuzweiche hier. Sieht halt ein bisschen aus wie ein Hosenträger, wenn man sich das anschaut. Da messe ich mal eben. Vielleicht kriegt man das hier genauso reingeflanscht. Also hier wäre irgendwo... Hier wäre unser Signal vermutlich. Na, jetzt habe ich wieder zu viele Messpunkte. Wir von hier losfahren. Dann müsste die Tankstation... Ja, genau hier sitzen und danach wieder reinlaufen. Das tut so nicht. Ja. Deswegen plane ich eigentlich gern... wie ich schon mal früher erzählt habe, die Stadt vorher komplett durch, dann hätte ich jetzt in Mastenhaltung 5 Meter rüber versetzt und dann hätte ich das Gleis da durchgekriegt. Aber ich glaube halt, da geht jetzt kein Gleis mehr durch. So sieht's aus. Wir könnten aber so sneaky durch. Vielleicht können wir hier mitten durchheizen. Ja, das können wir. Na also, Tag ist gerettet. Wenn das mich denn machen lassen würde. Ja, aber das ist mir gerade ein bisschen schief. Ja. Im richtigen Moment die Maus loslassen. So. Ja, das ist ja auch geil. So auftanken. Boom. Einmal durch die Strommasten durch. Ja. Dann schauen wir mal, wo wir die Tankverbindung hier abzweigen. Hier haben wir es hier gemacht. Dann machen wir es doch genauso synchron hier auch raus. So. Und dann müssen wir jetzt aber auf den Anschluss da vorne kommen. 132 Meter und das wäre eh ein bisschen zu kurz. Dann machen wir auch, dass er schön heizen kann, machen wir den weitestmöglichen Bogen. So. Ah, zack, rausheizen. Dann muss hier die Tankstelle hinkommen und dann kann er wieder reinfahren. Oder wir lassen ihn da hinten wie den anderen reinfahren. Dann geht denn der rein? Ja, den Punkt können wir leider nicht nehmen. Weil da ist halt die Brücke im Weg. Naja, vielleicht ja doch. Was wäre, wenn ich die Mittelbrücke abreiße, die Schiene durchziehe und dann wieder dran flansch? Das wäre eine Idee. Ah, das ist ja Bahnbrücke. Ja, machen wir mal eben die zwei Stückchen Bahnbrücke raus. So. Und dann schauen wir, ob wir hier dran kommen. Das wäre einfach stimmiger. Halleluja. So, und jetzt muss nur die Brücke wieder drüber dran gehen. Wäre sie gebaut, dann hätten wir verloren an der Stelle. Dann müssen wir es anders lösen. Aber so, denke ich, geht das schmerzfrei von... ich habe den Punkt nicht. Legen wir den da. Einmal da dran, bitte. Und einmal da drüben dran. Na, das ist jetzt doch, das sitzt. Das ist okay. Ja, jetzt hat er den Pfosten halt weggelassen. Haben sie einen Pfosten weniger, aber der Zug fährt genauso. Also das ist das gleiche Spiel, was wir
hier hinten getrieben haben. Da. Dass wir keine Pfosten kriegen, haben wir ein paar Matschwege reingezogen. Finde ich schade, also, dass man da sich so behelfen muss. Aber es ist okay. So, wir könnten hier jetzt schön erstmal parallel fahren. Und jetzt brauchen wir die Tankstelle. Wo ist die Zugtankstelle? Ich lasse die Rohre auch automatisch in die Richtung hier rüber laufen. Weil, also, hier baue ich keine Raffinerie hin, das ist klar. Aber wenn der Treibstoff irgendwann mal geliefert wird, dann kommt er irgendwo von hier. Also, wäre es total sinnfrei, wenn ich jetzt das Ding so rum dahin bauen würde. Da drücken wir wieder T und spiegeln das Ganze. Und dann freuen wir uns, dass der Matschweg noch im Weg ist. Den ranzen wir noch jetzt. Und dann kommen dann den auch und den hier auch. Und wenn wir sie wieder brauchen, dann machen wir sie wieder hin. Und da ist auch noch einer. Weg mit euch. Also, die Tankstelle. Also irgendwie 100 Mal ausgewählt und trotzdem suche ich sie immer wieder jetzt mit dem falschen Menü. Aber hier. Weil zum Wegradieren, das macht halt nur Gleise weg. Bei der Straße macht es nur Straßen weg. Und ja. Also wir drehen es mit T, so dass es schön reinsetzt. Gucken wir uns mal an, wie das passt. Jetzt sag nicht, dass die Stromleitung dich stört. Hier stört sie dich nicht. Ja, da bin ich aber beruhigt. Also, keine Ahnung, warum sie hier stört. Aber da stört sie nicht. Dann machen wir es so. So, dann müssen wir einmal hier ran. Ja, so weich wie möglich. Ist jetzt nicht mehr ganz so weich, aber vielleicht kriegt man es ein Stück weicher, wenn wir da ein bisschen was wegmachen. Ah. Ja, jetzt sieht es doch weicher aus. Den Node raus. Es gefällt mir. Hier passt soweit. Und dann sollten wir auf dem Rückweg auch noch zwei Signale reinkriegen später dann. Aber die Sache ist halt, beim Rausfahren, da gibt es keinen Stau. Der Stau ist Laden, Entladen hier. Und danach gehen die, flutschen die alle raus. Und wenn sie tanken müssen, dann können sie jetzt über diesen Weg hier fahren. Aber den, da müssen wir jetzt auch noch sauber dran machen, dass der in die Tankstelle reingeht und nicht daneben endet. So ist weicher Bogen. Okay. Den Bogen kann man immer schön mit Mausrad dahin drehen. Na, ich denke, so können wir es planen. Und dass der Spaß auch wieder gebaut wird. Ziehen wir uns einen schönen Weg hier lang. Möchte ich so eine harte Kurve da haben. Ich vom Bauchgefühl, falls wir hier irgendwo mal was hinbauen wollen, würde ich es eigentlich lieber gern so machen, dass können wir aus dem noch rausgehen, dann haben wir nicht noch einen Node. Naja, das ist zu eng. Schade. Weil der hat doch gerade was angezeigt. Nee. Also wir gehen hier geradeaus rüber. Einfach, dass wenn wir hier weiterbauen wollen, dass man dann da eine Straße liegen kann. Das heißt wegen der Stromversorgung oder sonst was. Und dann können wir so später da dran gehen. Und das hier können wir auch mit Maschine bauen lassen. Und das Fitzelchen gegenüber machen wir auch hin. Das ist die Feuerwehreinfahrt und Rückfahrt, weil ansonsten wäre die Feuerwehr halt jetzt bis hier gefahren und da wieder zurück und so kann sie den kürzesten Weg nehmen. Das da mit Mensch bitte. So. Was machen unsere Nachrichten? Habe ich die Walze jetzt zu sehr blockiert? Wie lange walzt die Walze noch? Ja, ein bisschen. Ich habe wieder schnell gemacht. Bisschen muss sie noch. Hier ist alles rund soweit. Hier müssten jetzt auch drei Kipper hin und her pendeln. Ja, alle drei sind dran, die in unserem Versorgungszentrum sind. Das ist super. Können wir hier vorne noch was schon mal regeln. Die Einfahrt ist dran, das ist ja wunderbar. Dann habe ich mir nicht benachrichtigen lassen, leider. Und hier können wir auch weiterbauen. Auch mit Mensch. Und das kleine Stückchen auch. Da wäre das nächste dann. Also brauchen wir hier eine Benachrichtigung, dass wir wissen, wann geht es weiter hier an der Stelle.
Hier müssen wir uns natürlich auch noch einen Bauweg zu diesem Fußwegabschnitt hin machen, aber da würde ich einfach davor mal das Stück hier lang durchziehen. Das kleine wieder wegmachen. Ah, da rücken sie schon an, unsere guten Bagger. Drei könnten reinpassen, zwei sind da, kommt noch einer. Boah, da geht's jetzt aber ab, da kommen jetzt ganz schön viele Autos daher. Die ganzen Betonmischer sind wahrscheinlich jetzt froh, yes, wir können mal wieder ein bisschen Beton bringen. Und da kommt er auch schon. Nehmen wir ihn mit. Fahren wir zur Baustelle. Schauen wir, wie schön der Bagger abgeladen wird. So, falsch geklickt. Ja, genau, einmal schön außenrum bitte. Da rein. Och, das ist ein anderer. Okay, ich habe gedacht, der geht jetzt auch noch hier rein. Der steht jetzt aber am Fußweg. Aber da hinten fetzen sie rein und laden den Beton ab. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Dadurch, dass das Ding hier jetzt schon steht, ist mir gerade eingefallen, wir können auch schon die Verbindung hier in Auftrag geben. Die können alle gemacht werden. 14 Tonnen, 14, 18, 18, 17. Ja, dann haben die Kipper gut was zu tun. Wir müssen gucken, ob die gleich wieder irgendwo rumgammeln wegen dem Asphalt. Also alle sind groß genug, dass es ohne menschliches Zutun funktioniert. Baut sie mir. Also wir werden die Stadt booten, so bald wie möglich. Aber das wird jetzt halt so schnell nebenbei aufgebaut, wie es geht. Am Anfang brauchen wir hier einer, der Stoff macht. Ich glaube, unsere Straße oder irgendwas ist fertig. Das gucken wir gleich. Lass mal langsamer laufen. Ja, wir brauchen eine Stofffabrik und wir können mit zwei Kleidungsindustrie dann anfangen. Wir brauchen nicht mal das Lager hier. Wir können am Anfang die Pflanzen hier reinkarren. Die können sie hier rausziehen, Stoff machen, zurückkarren, den Stoff und dann können die hier... Das können wir dann hier reinladen lassen. So, was ist fertig geworden? Im Ernst, so schnell? Früher habt ihr doch ewig an den Fußwegen rumgemacht. Ja, dann baut von mir aus die Pumpe schon. Das tut mir jetzt nicht weh. So, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da das Verbindungsstückchen auch schon... Na, dann müssten wir in der Stadt ja schon ziemlich weit sein. Ich setze gerade noch die Verkehrsregeln. Falsch rum. So. Ja, so. Und hier. Ah, jetzt ist wieder das da. Eieiei. Die sind noch gespeichert. Da waren auch noch keine, weil es mich nicht vor ein paar Folgen da hat klicken lassen. Oder nee, das war ja vom Strom, das ist ja neu, aber irgendwo weiß ich, da haben wir noch welche übersehen. Da, gut, das ist jetzt auch wieder neu. Die kriege ich wieder nicht. Das ist richtig. Da war's. Das war die Baustelle, wo es gehakt hatte. Und da nehmen wir irgendwo auch noch eine. Hier. Die machen wir auch gleich richtig, dass jeder weiß, wie er zu fahren hat. Siehst du, Vorfahrtsstraße. Schön durch Gas geben. Einmal das Gaspedal an den Anschlag drücken. Die passt. Die passt. Ich kontrolliere es einfach nochmal schön. Es ist schon so lang her, dass ich an der Stelle war. Schauen wir noch rein, was so in den Lagern jetzt sich tut. Ja, das geht schon Richtung Endspurt. Das Lager ist bald voll. Wie sieht es hier drin aus? Ja, wir sehen von allem schon ein bisschen da jetzt. Aber die müssten alle noch unterwegs sein. Was macht das Fleisch? Ja, wir sehen jetzt auch hier fast die 0,2 Megawatt, wo ich angekündigt habe. Ich glaube, 6,5 Tonnen kann er. Ja, er fährt nicht mehr. Die Kühllaster müssten fertig sein. Hier auch. Fleisch ist fertig. Ja, okay. Ja, dann können wir uns demnächst um die Chemieversorgung hier kümmern, dass die, die es brauchen, hier Chemie kriegen. Habe ich mir das Wegchen nicht benachrichtigen lassen? Ah, der Weg ist auch fertig. Sehr schön. Und da auch. Ja, jetzt wird es auch übersichtlich, was noch fehlt. Es ist nicht mehr viel. Der Abwasseranschluss natürlich, dass die auch schön aufs Klo gehen können.
die Fetzelchen noch dran machen. Und dann würde ich sagen, starten wir in der nächsten Folge wieder richtig durch. Unsere Planung. Ach, die sind schon geplant, die müssen nur gebaut werden. So. Walze, holt dich keiner ab, musst du allein heimfahren. Na dann. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr dabei wart. Ich dachte gerade, ich fahre mit der Walze in den Sonnenuntergang, aber es ist ja irgendwie noch Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.